Gericht bei uns, und zwar mache ich ein Würstchengulasch mit Nudeln. Haben wir schon ganz lange nicht mehr gehabt und das hat mich heute so richtig angemacht. Und ich habe gesehen, ich habe es noch gar nicht verfilmt, deswegen lasse ich jetzt die Kamera mitlaufen. Und zwar brauchen wir nicht viel Zutaten. Ihr seht, ich habe alles schon wieder hergerichtet, abgewogen, damit es wieder ruckzuck geht. Als erstes brauchen wir eine Zwiebel, die habe ich mir natürlich schon wieder abgezogen und halbiert, und ein paar Karotten, ich glaube 150 Gramm. Ich schreibe euch selbstverständlich dann unten in die Infobox das Rezept wieder ganz genau hin. Das wird jetzt als erstes zerkleinert, wie immer. Ihr wisst es, 3 Sekunden auf der Stufe 5. Na komm. Das Ganze wird jetzt angedünstet. Brauche ich einen Spatel, muss alles nach unten schieben. So, angedünstet wird wieder mit etwas Öl. Albaöl nehme ich ja immer hier, einen guten Schluck. Und das Ganze wird 3 Minuten angedünstet. 3 Minuten auf Varoma und die Stufe 1. So, weiter geht's mit Flüssigkeit, und zwar brauchen wir jetzt eine Dose stückige Tomaten, also eine 400 Gramm Dose. Dann Wasser brauchen wir 650. Gewürze. Und ja, Wasser braucht man ja zu viel, weil wir ja all in one kochen, also wir kochen ja uns dann unsere Nudeln dann darin. Und Gewürze braucht man, da habe ich mir jetzt schon so die Gewürzmischung zusammengestellt, und zwar brauchen wir Salz, Pfeffer, Paprika, Edelsüß und Alleswürzer, kommt auch hinein. Ja, und das Ganze wird jetzt 8 Minuten erwärmt. Und dann kommt auch der Rest schon dazu. Also, jetzt stellen wir mal 8 Minuten ein. 8 Minuten, 100 Grad. 100 Grad, Linkslauf. Linkslauf. Und die Stufe 1. Jetzt kommen Nudeln dazu, und zwar 200 Gramm. Ich habe jetzt heute so Gabelspaghetti genommen. Ihr könnt jetzt ganz egal welche Nudeln ihr wollt, einfach kleine, aber da passen, finde ich, immer gut solche Gabelspaghetti hinein. Da gebe ich jetzt 200 Gramm hinein. Dann kommen noch etwas Erbsen dazu, oder Mais könnt ihr auch reingeben, wenn ihr jetzt keine Erbsen wollt. Und Wiener Würstchen kommen dazu. Da habe ich jetzt 3 Paar einfach in Scheiben geschnitten. Die kommen auch hinein. So, und das wird jetzt alles richtig schön all in one darin schön gar gekocht. Und zwar, hoppala Marco, setzen wir jetzt den Deckel auf, und dann guck mal, ist ganz wichtig, auf eure Nudeln, wie lange die Nudeln brauchen. Also meine brauchen jetzt circa 8 Minuten, steht bei meinen drauf, also gebe ich auf 8 Minuten ein. 8 Minuten, 100 Grad. Selbstverständlich Linkslauf. Und den Wähler drehen wir jetzt einmal nur ganz leicht an, bis der Kochlöffel erscheint. Und das heißt wieder Sanftrührstufe, dass es linksrum ganz sanft rührt. Dann kommt noch ein Schluck Sahne dazu, damit es schön cremig wird.
Und ja, dann wird das noch abgeschmeckt und dann ist auch unser All-in-One-Gericht wirklich ruckzuck fertig. Viel mal da rein. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen, wie das jetzt aktuell aussieht. Boah, mega. Aber ich will das jetzt cremiger. Deswegen kommt bei mir jetzt noch Sahne dazu. Müsst ihr jetzt nicht dazu geben, aber ich will das so. Und zwar gebe ich jetzt noch 50 Gramm Sahne dazu. Und lasse das Ganze jetzt nochmal 3 Minuten auf 90 Grad schön köcheln. Dann wird es schön sämig und dann zeige ich es euch. Also, Deckel drauf. 3 Minuten nochmal auf 90 Grad. Linkslauf und jetzt die Stufe 2, damit sich das richtig schön cremig miteinander, obala, miteinander verrührt. Dankeschön. Ruckzuck ist es auch schon fertig, unser All-in-One-Gericht. Und das ist wirklich, ich sag's euch, ich fülle es jetzt um, damit ihr das mal ganz genau sehen könnt, von der Konsistenz her, wie es aussieht. Und schaut es euch mal an. Jetzt muss ich bloß wieder, ich glaube, ich schütte doch schneller, weil sonst ist hier wieder alles rot. Oh, schaut euch das mal an. Oh, ja, bin schon wieder rot. Schaut euch mal diesen Pott an. Das ist doch meine Portion. Hm? Oh, meine Männer lieben es. Da gibt es jetzt halt nur ein Baguette dazu. Und ja, also ich finde das ideal, wirklich für Kinder auch. Und ihr wisst, was drin ist. Es ist wirklich keine Konservierungsstoffe. Es ist nichts drin in meinem Alleswürzer. Ihr wisst ja, ist wirklich nichts drin, was nicht reingehört. Und so ist es wirklich ein perfektes, ja, Familienessen. Wirklich auch für die kleinen Kinder. Könnt ihr euch pürieren, wenn ihr noch kleine Kinder mit einem halben Jahr oder 4 Monate daheim habt. Einfach pürieren und portionsweise eingefrieren, habt ihr wirklich, ja, das beste Kinderessen. Ich probiere es jetzt mal, ob wir noch was nachwürzen müssen. Heiß. Die Nudeln perfekt. Auf den Punkt. Wirklich nicht verkocht. Und ich habe euch jetzt im Rezept auch hingeschrieben, 1 bis 2 Teelöffel Salz. Ich habe 2 reingegeben, wenn es jetzt wirklich nur eure Kinder essen, gebt ihr 1 Teelöffel rein. Aber für mich ist es so perfekt. Meine Männer geben jetzt da auf jeden Fall noch einen Spritzer was rein, Marco. Maggi. Maggi kommt natürlich bei den Männern dazu, bei mir nicht. Ja, macht es doch nach, würde mich echt freuen. Rezept schreibe ich euch selbstverständlich wieder ganz genau unter das Filmchen in die Infobox. Ja, in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht es gut, bleibt gesund. Bis ganz, ganz bald. Eure Ruckzuck-Manu. Thank you.